14 erstellt. Seitens der Rathenanzüge auch werden 1.171 Kassen durch den Grundstücks von der Grundstücksnummer 16573 an die Firma Bärenpost Kühlhaus GmbH in das Grundstück Nummer 6.607 übertragen. Zusammengefasst 1.171 Quadratmeter von der Marktgemeinde Lebach, teilweise vom Grundstück Nummer 16573 öffentliches Gut an Stahlhammer Straße an Bärenpost Grundstück Nummer 607 und 1.371 Quadratmeter von Bärenpost Kühlhaus GmbH teilweise der Grundstück Nummer 16.45/9 beziehungsweise 16.45/1 und 16.45/10 an die Marktgemeinde Lebach zu Grundstücksnummer 1882 öffentliches Gut Bahnweg. Ich stelle daher den Antrag, diesen Grundstückstausch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte erzeichnen Sie Zustimmung. Danke, Gegenprobe. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Danke, da geht es um die ortspolizeiliche Verordnung, Bestimmungsschutz und Lärmbefestigung, Neubeschluss. Wir haben ja bereits eine Verordnung und nachdem es immer wieder Beschwerden gibt, darüber, dass Wirtschaftsbetriebe nicht sozusagen in der Zeit von 14 bis von 12 bis 14 Uhr sozusagen mal dann ihre Tätigkeit ausführen können, jedoch der Wirtschaftshof ausgenommen ist, geht es darum, dass wir die Wirtschaftsbetriebe, die mit solchen Arbeiten befasst sind, ebenso ausnehmen wie eben den Wirtschaftshof, um die Gewerbetreibenden sozusagen nicht zu benachteiligen. Wenn Sie damit einverstanden sind, stelle ich den Antrag, die Gemeinderaträge beschließen, die vorliegende ortspolizeiliche Verordnung, die Neufassung des Bestimmungsschutzes, den Lärmbelästigung zu beschließen. Gut, wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Nächster Tagesordnungspunkt 11, ortspolizeiliche Verordnung, Neuverordnung, Neubeschluss. Da geht es darum, dass seinerzeit einmal, dass wir aufgefordert wurden vom Land Steiermark, unsere Verordnung anzupassen, weil wir in unserer Verordnung drin haben, dass wir eine Satzweise eine Ersatzvornahme vornehmen können, wenn einer jetzt zweimal im Jahr weht. Das ist aber in der Form nicht zulässig, dass wir das als Gemeinde tun, sondern das kann nur die BH machen. Und so gesehen muss diese Verordnung auch dahingehend abgeändert werden, dass eben die BH damit beantwortet wird, wenn eine Ersatzvornahme vorzunehmen ist. Gut, ich stelle den Antrag, die Gemeinderatsmeldung, die vorliegende ortspolizeiliche Verordnung, Neufassung mit der Bestimmung zur Abwehr bzw. Beseitigung von ungeschnittenen Nebenwirkungen erlassen werden, beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte erzählen Sie Zustimmung. Danke, Gegenprobe. Gut, wir sind. Ich hätte noch eine Frage zu den anderen Nebenverordnungen, die haben wir vorher diskutiert, darüber wegen der Zeiten. Ja, das war vorher jetzt, zwischen 12 und 14 Uhr oder was? Ja, aber ich meine, wenn jemand privat... Ja, eben nicht, weil die Privaten sind nicht ausgenommen. Das ist der Wirtschaftshof und die Wirtschaftsbetriebe sind ausgenommen. Ja, wer macht das, wenn sie nicht? Ja, wenn auch jeder Privat... Ja, nein, aber wenn ich stört, dass ich vermute, bis Freitag von 12 bis 2 Uhr nicht. Wie ich zum Beispiel. Aber ich sage, das nehmen wir gerne einmal. Naja. Die anderen Sitzungen einmal vorbereitet, wenn du im Vorstand mit dabei bist, dann das du das haben wir schon mal diskutiert. Und weil das Vorrede ist ja schon mal diskutiert, dass man von Montag bis Freitag von 12 bis 2 das vermessen darf und am Samstag diese Zeiten eingehalten werden. Aber wer stoßt sich dran, wo eh die meisten nicht arbeiten gehen, von Montag bis Freitag, das von 12 bis 2 nicht, weil das verstehe ich nicht ganz. Wenn wir es das nächste Mal noch machen, machst du einen Vorschlag, der entsprechend generiert, wenn wir dann in der Fraktion beraten und dementsprechend noch zur Abstimmung. Das war mein Vorschlag, von Montag bis Freitag keine Einschränkungen. Ja, das war aber schon der vorige Punkt, wir sind jetzt am nächsten Punkt. Das hat das, ja, das geht jetzt nicht. Das gut, dann werden wir beim nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist jetzt
12 der Tag in der Kurzgang der Boxenschalte Reitschützen abgeschlossen zwischen Marken und Betroffenen am 1. Die Totenbeschau macht der Mal der Distriktsarzt und es ist so, wenn der Distriktsarzt keine Zeit hat, dann ist er ein Ersatzarzt gekommen und hat die Totenbeschau vorgenommen. Dementsprechend hat er noch eine Honorarrunde gelegt. Das ist jetzt alles vereinheitlicht worden auf dem Land Steiermark. Und da geht es darum, dass wir jetzt für jeden Arzt, der bei uns nachher dann mit der Distriktsarzt nicht da ist, einen eigenen Plan schließen müssen, damit das alles seine Ordnung hat. Gibt es dazu Fragen von meiner Seite? Keine? Dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat mit dem vorliegenden Vertrag über die Durchführung der Totenbeschreibung Bereitschaftsdienst abgeschlossen zwischen Wackermännchen und Totenbeschreibung und Ärzten beschließen. Der Muskelvertrag wurde vom Gemeinderat Steiermark, vom Städtebund, von Landesbund Steiermark und der Ärztekammer errichtet. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte mal Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenprobe. So, jetzt habe ich unseren Bauchchef bitten. Es geht um die lärmtechnische Beurteilung von Aufschließungsgebieten. Das betrifft den Flächenmittlungsplan Änderung, den Lärmgebiet mit den Hochwasseranschlusslinien und mit den Lärmlinien. Bitte. Wir haben von der Landesregierung die Auflage bekommen, die Lärmbreite in den Flächenmittlungsplan einzuräumen. Das heißt, es muss jetzt mehr oder weniger, es gibt zum Aufzeichnen von der Autobahn über die Aspenack, über den Lärmpegel, der von der Autobahn ausgeht, die Lärmkante ist mehr oder weniger nur zum Übernehmen. Aber ein zweites Problem haben wir, das ist die Bundesstraßen, und also die B70 und die B76 und diese für das müssen wir von unserer Seite aus jetzt eine Lärmkarte erstellen. Das heißt, da hat jetzt viele angeboten über Messungen, da werden in Summe ca. 30 Messungen der Deutschmotor notwendig sein und die 30 Messungen würden dann im kommenden Jahr, im Vorjahr bis Sommer, in etwa durchgeführt werden. Wird aber dann parallel mit den Hochwasseranschlaglinien, wo sozusagen jetzt auch die Untersuchungen laufen, oder die Ergänzungsuntersuchung zu keiner Abflussuntersuchung, die vor einem Jahr vorgelegt ist worden, wird das mit parallel ausgearbeitet und die beiden Linien, das heißt Hochwasseranschlaglinien, stationär, instationär für Liebach gesehen und die Lärmkarte, die Geschichten müssen dann in Flebe eingearbeitet werden und dann haben wir wieder die Möglichkeit, Flächenmittlungsplanänderungen oder wie auch immer Gebauungsplanänderungen voranzutreiben. Ohne dem, also ohne diese Einarbeitung, sind wir momentan gesperrt. Ja, diese 30 Messpunkte, wer stellt denn fest oder wer richtet denn fest? Der Lärmtechniker. Der stellt dann fest. Er nimmt nämlich die Lärmkarten von der Autobahn, schaut sich die Bundesstraßen an, schaut dann die Hörbestraßen von den Gebäudesituierungen an, entlang der Parker Bundesstraßen, wo immer quasi offene Gebiete sind, muss er weiter tiefer reingehen und wo er geschlossen ist, kann er weiter vorn bleiben. Also das wird dann vom Lärmtechniker noch besser. Und kann dann dieses Ergebnis, also diese Lärmkarte, kann dann für Anfragen in Bezug auf Lärmschutz Bebauung, kann die dann gestellt werden oder kann die verwendet werden? Wenn es jetzt zum Beispiel Anrainer gibt an der Backer Bundesstraße, der 20 Meter neben liegt und sagt, da ist der Lärmpegel so und so hoch, ja, zwecks Ansuchen, kann er das verwenden? Das kann er für die Ausnahme verwenden, zum Beispiel für Lärmschutzfenster oder vielleicht Lärmschutzwand, ja, wie auch immer. Wobei aber die Lärmschutzabteilung vom Land trotzdem noch einmal gesondert im speziellen Fall dann noch einmal untersuchen muss. Wir brauchen es auf alle Fälle für die Bauverhandlung. Okay, weil ohne der Lärmkarte darf ich dann sozusagen in der Bauverhandlung nicht irgendetwas annehmen, sondern muss aufgrund dessen dann entsprechende Maßnahmen vorstellen muss. Und kann er als Grundlage für bestehende Bauverhandlungen angezogen werden, für Anzug? Für Lärmförderung, also quasi Lärmmaßnahmen. Gibt es die abermalige Beauftragung von der Ingenieurgemeinschaft einen finanziellen Vorteil für uns als Gemeinde? Weil die erste das Auto machen und sowieso vor Ort sind. Er hat sozusagen die Kosten, die uns damals am Erstbauangebot gemacht hat für die Hoffnungsuntersuchung, hat uns denselben Schuldensatz als Basis zugrunde gelegt und sind auch von denen ausgegangen. Das heißt, er hat dort am Lager gerechnet und dann noch in weiterer Folge im Netzgespräch mit der Lärmgeschichte ist eigentlich erst der zweite Schritt nachgekommen,
hat uns dann die Preise dazu gestanden, also die Grundpreise für seine Kalkulation. Die hat er dann offen gekriegt und der hat uns bekannt. Gut, danke. Gibt es noch weitere Fragen? So, ich frage bitte. Ist das Angebot jetzt dafür ganz Liebhoch oder nur für... Ja, für Gesamtliebhoch. Für Gesamtliebhoch 1200. Ja. Und außer die 2 Stunden gesessen, da werden im Prinzip nur 2 Stunden gesessen oder was, aber die war ein ganzer Tag herangezogen. Das ist das Mess, die Messuntersuchung, wo sozusagen das Messgerät dann eingerichtet ist, ist auf 2 Stunden Zeitfaktor eingestellt, wobei aber das Messgerät selber von der Aufstellung, bis die Messung abgeschlossen ist, beinhaltet das 24 Stunden. Also 24. Ja. Aber von den 24 Stunden werden dann 2 Stunden explizit ausgerechnet. Das heißt, er nimmt von 6 bis 6, also 06 bis 06 Uhr, ja. Also schon die Hotspots und die Höhepunkte, ja, von der Lärmbelastung nimmt er mit und das wird dann zusammengefasst auf 2 Stunden. Das ist so, es gibt ja von der Bundesstaatenverwaltung mit der DBV-Zahl, da gibt es genaue Aufzeichnungen, wann die Lärmspitzen sind und genau auf diese Geschichten hin orientiert er sich dann und macht dann die Messung.